Höchststadt an der Aisch bei Erlangen. Abschlepper Stefan Zauner fährt zu seinem ersten Auftrag. Wir sind jetzt auf dem Weg auf die A3 zwischen Schlüsselfeld und Höchststadt Nord. Soll sich ein Lkw-Unfall mit 3 Lkws ereignet haben. Da hat uns jetzt die Polizei verständigt, dass wir die Fahrzeuge entsprechend bergen sollen. Wir wissen noch nicht, ob ein Kran benötigt wird oder nicht. Das werden wir jetzt dann sehen, wenn wir vor Ort sind. Und dann werden wir auch mit der Polizei und der Straßenmeisterei das weitere Einsatzvorgehen von uns absprechen. Die Autobahn Richtung Nürnberg ist voll gesperrt. Die Einsatzkräfte von Polizei und der Autobahnmeisterei sind bereits vor Ort. Der Verkehr staut sich mehr als 45 Kilometer. Stefan Zauner leitet die Bergung der Lastwagen. Ja, jetzt hier vor Ort können wir folgendes Bild erkennen. Wohl der letzte LKW mit sehr hoher Geschwindigkeit, sieht man auch anhand der Beschädigung. Wahrscheinlich nahezu ungebremst ist er aufgefahren. Und den hat er wiederum auf noch einen weiteren LKW geschoben. Sieht jetzt nicht so schön aus. Der Fahrer wird auf jeden Fall verletzt sein. Da hat wahrscheinlich sogar die Feuerwehr die Tür geöffnet mit Scher und Spreizer, wie sich das vermuten lässt. Wir können jetzt hier sehen, dass sich durch diesen starken Aufprall auf den vorderen Auflieger ist das Fahrerhaus hier an der Halterung abgerissen und hat sich um 40 bis 50 Zentimeter nach hinten verschoben. Deswegen müssen wir den zum Schleppen auch auf jeden Fall trennen, sprich die Zugmaschine vom Anhänger entfernen und beides dann separat schleppen. Der Fahrer hat das Stauende übersehen. Ein Rettungswagen hat ihn bereits in ein Krankenhaus gebracht. Es ist auch immer wichtig, wenn man ankommt bei der Unfallstelle, mal zu kontrollieren, was haben die LKWs geladen. Auch einfach für uns, ob wir uns irgendeiner Gefahr aussetzen würden, weil er vielleicht Gefahrgut geladen hat oder irgendwas. Hier kann ich jetzt kein Gefahrgut erkennen. Der Hintere hat laut Information der Polizei also Milchprodukte geladen. Ist für uns jetzt in dem Sinne auch erstmal ungefährlich natürlich. Ich habe aber hinten am Auflieger gesehen, dass ein bisschen was davon ausläuft. Das müssen wir dann entscheiden, ob wir den Auflieger hier öffnen oder erst bei uns am Hof dann. Bei dem zweiten, den ich gerade sehen, hat sie den Königszapfen weggerissen. Das heißt, das wird eine größere. Bei welchem? Bei dem zweiten, bei dem mittleren LKW. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber ich weiß nicht, das müssen wir mal Polizei fragen, weil grundsätzlich kann der vordere dann mal wegfahren. Der soll nicht wegfahren. Und dann können wir uns den vorderen eben mal anschauen. Ja, klar, das soll der Fahrer selber machen. Genau, der soll einfach mal vor und sich rechts auf die Seite stellen und dann können wir uns das hier mal anschauen. Vorderster LKW können wir sehen. Ist die Tür zwar ein bisschen eingedrückt worden, Licht funktioniert noch und so weiter. Der fährt jetzt vorne mal an den Rand, den checken wir später technisch mal noch kurz durch, ob alles passt. Aber so wie er jetzt auf den ersten Blick aussieht, würde er wahrscheinlich weiterfahren können. So. Der Kollege hat jetzt schon gemeint, kann man jetzt hier auch noch ein großes Problem erkennen, dass der sogenannte Königszapfen vom Auflieger abgerissen ist. Bedeutet, ich sage mal vereinfacht, die Anhängerkupplung vom Anhänger ist abgerissen. Bedeutet, wir können den so einfach dann in unseren AWU auch nicht einhängen. Dazu müssen wir jetzt aber dann die Zugmaschine erstmal hervorziehen, um dann auch gucken zu können, wie wir jetzt dieses Problem dann später lösen. Okay. Henry? Henry? Kannst du mal probieren, bei dem Auflieger schon mal die Stützen runterzudrehen? Genau. Auf der anderen Seite ist die Kurbel. Damit man hoch drin, das kannst du jetzt im zweiten Gang machen und dann haben die immer noch so einen kleinen Gang. Ja, ich weiß. Ja. Schon ein paar Jahre hinter mir. Da kennst du dich aus. Ich fiel mir doch gleich auf, dass das irgendwie nicht hinhaut mit dem. Ja, wir müssen den Auflieger jetzt so weit hochkurbeln, dass wir einen kleinen Abstand haben, dass wir den dann problemlos vorziehen können. Diese Stützen haben immer zwei Übersetzungen, eine große, eine kleine. Das ist dafür, wenn der Auflieger leer ist, kann man schnell hochkurbeln. Und wenn der Auflieger beladen ist, schafft man es natürlich mit der großen Übersetzung handtechnisch nicht mehr. Deswegen hat er zusätzlich eine kleine Übersetzung, dass man ihn trotzdem über die Stutzen hochkurbeln kann. Der vordere Lastwagen kann mit leichten Schäden weiterfahren. Der hintere ist für Stefan Zauner die größte Herausforderung. Unterdessen bereitet das Team den mittleren LKW für das Abschleppen vor.
Was hast du geladen? Ladung? Laden 3 Tonnen. 3 Tonnen. 3 bis 4. Okay. In dem Fall haben wir jetzt 3 bis 4 Tonnen geladen, ist jetzt gewichtsmäßig eigentlich wenig. Was geladen ist, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass es für uns nicht gefährlich ist. Mehr muss ich aber auch erstmal nicht wissen. Moin. So, hier können wir jetzt den Königszapfen sehen, der noch in der Sattelplatte drin steckt. Die ist jetzt beim Sattelauflieger einfach abgerissen. Ist jetzt natürlich in dem Sinne erstmal ein Problem. Erschwert die Situation. Das ist quasi die Anhängerkupplung vom Sattelauflieger. Können wir aber trotzdem lösen. Schrauben und einschrauben. Das wäre das einfachste Ding. In dem Fall ist es jetzt so, wir versuchen jetzt erstmal die abgerissenen Schrauben unten am Auflieger aufzudrehen, damit wir die rausbekommen, dass wir im Idealfall einfach einen neuen Königszapfen auf den Auflieger unten drauf schrauben können. Und dann können wir den mit einer Ersatzsattelzugmaschine einfach wegschleppen. Es ist wichtig bei solchen Unfällen, dass es einfach schnell geht, dass viele Arbeiten gleichzeitig passieren. Und genau dafür bin ich quasi da und zuständig als Bergungsleiter, dass die Einsatzstelle einfach wieder schnell geräumt werden kann. Nach 2 Stunden Totalsperre gibt die Autobahnmeisterei die linke Spur wieder für den Verkehr frei. Ganz angenehm ist es nicht, vor allem manche Verkehrsteilnehmer fahren sehr schnell vorbei. Ist ein unangenehmes Gefühl, gerade bei LKWs. Da muss man immer ein offenes Ohr, ein offenes Auge haben und immer ein bisschen mit drauf achten, auch auf seine Kollegen.